Ja, servus zusammen. Von uns gibt es hier auch mal wieder auf dem YouTube-Kanal ein kleines Lebenszeichen. Wir ja, waren jetzt oder sind jetzt eigentlich im Endspurt unseres Hausbaus. Und das ist auch eigentlich so der Grund, warum jetzt in letzter Zeit dann keine Videos mehr kamen. Ja, und ich möchte euch heute einfach jetzt mal kurz zeigen, was sich bei uns im Haus bis jetzt alles schon so getan hat. Ja, und dann fangen wir einfach mal hier an. Und zwar ist hier unser erstes Gästebad oder unser Gästebad im Erdgeschoss. Wie man hier sieht, wurde bereits ja, die Abmauerungen gefliest, der Duschbereich gefliest. Unsere Armaturen wurden soweit installiert. Waschbecken, Wasserhahn, Toilette, die ist hier erstmal noch abgeklebt. Dann muss noch, ja, alle, oder müssen noch alle Wände, die nicht gefliest worden sind, jetzt diese Woche vom Verputzer verputzt werden. Wir haben unsere Fensterbretter zwischenzeitlich bekommen. Dieser Griff ist noch nicht der originale, das ist noch ein Baugriff. Genau, und dann sind wir gerade auch schon dabei, teilweise die Zargen einzubauen oder halt überall, wo es schon möglich ist. Wir haben auch zwischenzeitlich unseren Vinylboden im ganzen Haus verlegt, wie man hier sehr schön sieht. Das ist übrigens das Arbeitszimmer meiner Frau. Deswegen auch der, ja, rosane Farbton an der Wand. Ja, dann kommt man hier in den Flur. Hier, wie man sieht, haben wir alles bereits gestrichen. Es sind noch unsere Baufassungen dran. Und dann sieht man hier auch schon unsere Treppe. Die wurde heute soweit fertiggestellt, wird jetzt noch diese Woche silikoniert. Wir haben ja unsere Treppe in Fliesen oder mit Fliesen in Betonoptik gestalten lassen oder fließen lassen, besser gesagt. Dann haben wir hier einmal noch den Treppenabgang. Hier haben wir schon unsere, ja, Lampe montiert, unsere Treppenhauslampen. Wir haben darauf geachtet, dass wir welche finden, die man sowohl oben als auch unten ein- und ausschalten kann. Also, dass man diesen Lichtkegel praktisch ja, erstens verstellen kann oder halt, dass sie nur nach unten oder nur nach oben leuchtet. Das ist mit diesen Lampen möglich. So, dann kommen wir hier noch in unser Wohnzimmer. Hier steht schon mal soweit Couch. Der Fernseher, da bekommen wir jetzt diese Woche unseren Samsung The Frame Fernseher, also diesen ganz flachen Samsung Fernseher, der eigentlich aussieht wie ein Bild. Ja, und dann haben wir hier einmal unsere, ja, neuen Sideboards und so weiter in Betonoptik. Dann ist dieser Tisch bei uns neu eingezogen, der ist vom XXX Lutz. Die Stühle sind noch unsere alten, die lassen wir erstmal. Dann haben wir hier noch, ja, eine Kommode oder wie man es nennen mag, auch in Betonoptik. Hier wird diese Woche unsere Küche montiert. Also wirklich nicht wundern, wir hatten jetzt Samstag, also vor 3 Tagen, unseren Umzug von der Wohnung. Also wir haben schon mal alle Möbel jetzt hier im Haus. Deswegen sieht es ja auch noch überall etwas chaotisch aus. Wird sich aber jetzt in den nächsten 2 Wochen ändern. Ja, dann haben wir hier unsere Speisekammer. In der Speisekammer haben hier Billigregale Platz gefunden. Dann haben wir hier einen neuen Kühlschrank. Wir haben uns für einen Samsung-Kühlschrank entschieden in diesem gebürsteten Schwarz. Kommt jetzt auf dem Video nicht ganz so rüber. Der Kühlschrank hat, wie man hier sieht, eine Wasserfunktion oder hat auch einen Festwasseranschluss, hat eine Crushed Ice und eine Eiswürfelfunktion. Ja, dann genau, haben wir hier noch unser Tablet, unsere kleine Haussteuerung. Das Ganze ist ein iPad Air 2 mit einer Silikonwandhalterung und unten drunter, das kann ich euch mal einblenden, ist quasi ja, eine Steckdose auf diese Höhe gesetzt worden und wir haben ein USB-Netzteil darin installiert, um das iPad dauerhaft zu laden.
ist, wie man hier sieht, finde ich eine ganz praktische, schöne Lösung. Weil man sieht eigentlich keine Kabel. Das Ladekabel ist so ein 90 Grad gebogenes. Gibt es auch irgendwie nur von einem Hersteller. Ja, dann stehen hier schon unsere beiden Glastüren, die wir noch einbauen. Einmal in Vollmilchglas und einmal in Milchglas mit diesen transparenten Rillen. Dann brauchen wir noch ein Türchen für unseren Wäscheabwurfschacht hier im Erdgeschoss. Hier noch die letzte Decke, die im Haus noch tapeziert werden muss. Wir haben hier allerdings eine Höhe von fast 4 Metern ab Podest. Und da müssen wir uns noch eine Lösung überlegen mit einem Innengerüst, wie wir hier hochkommen. So, dann haben wir hier schon einmal, zweimal, dreimal die Türzargen eingebaut. Hier in unserem Badezimmer können wir noch keine Türzarge einbauen, da ist der Verputzer die nicht gefliesten Wände verputzen muss. Das kann ich euch aber trotzdem mal zeigen, wie es hier aussieht. Genau, wir haben hier auch die gleichen Waschtische wie unten und auch wieder schwarze Armaturen. Hier die große Wand muss noch verputzt werden. Wir haben hier unsere Badewanne, auch mit schwarzen Armaturen. Fensterbrett ist montiert worden. Dann haben wir auch hier wieder die Wände, die ebenfalls noch verputzt werden müssen, glatt. Toilette ist auch wieder die gleiche wie im Erdgeschoss und im Keller. Und die Drückerplatte, da haben wir uns jetzt für eine weiße entschieden. Da das mit der Toilette im Endeffekt unserer Meinung nach etwas schöner aussieht. Und dann ist hier auch noch bei nicht gutem Licht unsere Dusche komplett gefliest worden. Wie man hier hinten sieht, unsere Sitzbank auch. Ja, das war einmal unser Bad. Dann haben wir hier noch unser späteres Ankleidezimmer. Hier ist alles voll mit Packschränken. Diese werden jetzt dann noch mit Fächern und Schubladen bestückt, aber das ist nicht mein Gebiet. Dann haben wir hier noch jede Menge Möbel, die zusammengebaut werden müssen, schon zusammengebaut sind und so weiter. Dieser große Spiegel wird noch in Roségold, glaube ich, lackiert, der Rahmen. Hier sieht man noch unsere Innentüren, die haben wir. Und zwar haben wir uns für dieses, für diese Kassettenoptik entschieden. Erste Tür, die wir eingebaut haben. Hier ist unser Montagezimmer. Hier bauen wir alle Zargen zusammen und montieren sie. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch unser Schlafzimmer rechts. Sieht im Endeffekt aus wie das Montagezimmer momentan. Dann gehen wir nur noch kurz in den Keller. Also wie gesagt, es ist noch alles noch Baustelle. Wir haben uns jetzt vorgenommen, in den nächsten 14 Tagen wollen wir hier wirklich alles soweit fertig haben. Hier im Keller haben wir auch einen Vinylboden verlegt komplett. Dann gehen wir erstmal in mein späteres Büro. Auch hier muss noch die Türzarge eingebaut werden. Aquarium ist schon umgezogen. Schränke sind hier. Dann haben wir hier auch noch, habe ich hier noch meinen PC schon mal soweit hergestellt. Der Monitor ist neu. Das ist der alte Monitor. Den Schreibtisch habe ich komplett von IKEA oder mit IKEA Sachen zusammengebaut. Das ist eine Küchenarbeitsplatte. Dann zweimal die Alex Schubladenelemente und so Möbelfüße zur Erhöhung. Ja. Da mache ich aber noch mal zu dem Zimmer, wenn es fertig ist, ein extra Video. Da wird noch einiges mit RGB, LED und so weiter und so fort kommen. Dann hier unser Kellerbad. Das ist jetzt bei den schlechten Licht. Hier unser Kellerbad. Das ist jetzt bei den schlechten Lichtverhältnissen nicht so gut zu sehen. Aber auch hier sind die Wände, der Boden, alles gefliest. Nur die nicht gefliesten Wände müssen noch verputzt werden. Und dann stehen hier von unserem Umzug tausende Kartons von unserer Wohnung, die, sobald oben alles fertig ist, alle ausgepackt werden und alles kommt dann in die Schränke und so weiter.
hier unser alter Kühlschrank. Der bleibt erstmal im Keller, den wir dann nur anschließen, wenn wir ja Feste haben etc. Dann haben wir noch unseren Hauswirtschaftsraum. Der ist auch soweit fertig. Hier das Podest mit den mit der Waschmaschine und dem Wäschetrockner. Dann wurde hier alles Mögliche verkabelt. Unser Stromkasten ist auch soweit fertig. Wir haben zwei Zähler, einmal für die Wärmepumpe, einmal für das Haus. Hier hat der Elektriker noch eine Starkstromsteckdose gesetzt für die Verputzer, wenn die Fassade gemacht wird. Ja, und dann ist hier noch unsere Wärmepumpe von Alpha Innotec. Dann haben wir hier noch unseren Trennpufferspeicher mit 200 Litern. Und wir haben hier noch unseren Warmwasserspeicher mit 300 Litern. Ja, also wie ihr seht, es müssen im Haus noch die Türzargen eingebaut werden, Möbel aufgebaut werden und so weiter und so fort. Und den nächsten Fortschritt werden wir jetzt wieder etwas aktiver euch zeigen. Wen es interessiert, der darf gerne den Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Und wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt, stellt sie ruhig in die Kommentare. Wir werden dann schauen, dass wir alle soweit beantworten, soweit es möglich ist. Ja, und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und haut rein!